Nächste Runde. Hi, Grüße von der Goomba Lagune. Runde 6 von 15. Ja, ich bin noch nicht vom Glück geküsst, ne? Was macht er denn jetzt, ne? Mit der Box zu Birdo, das macht Sinn. Birdo konnte mit Varios Hilfe direkt 2 Sterne in einer Runde abkassieren. Und bekam direkt den nächsten Stern vor die Nase. Sodass es echt eine gute Taktik ist von Cooper, sich so vor Birdo zu stellen und vor Birdo den dritten Stern einzusammeln. Wenn man bedenkt, dass Cooper leider nur eine CPU ist. Dustin und Tuck sind hier die realen Mitspieler. Moment mal, da stehe ich. Der ist unmittelbar vor mir gespawnt. Ich hatte eigentlich eine Taktik, zum Buhu zu gehen. Es gibt nämlich nicht nur hier einen, sondern auch auf der rechten Seite. Dankeschön, dass die mich rausnehmen. Aber jetzt ist ein Stern direkt vor mir gespawnt. Was zur Hölle? Acht. Wow, da kann einer Button mashen. Okay, dann habe ich wenigstens ein bisschen Luck jetzt wieder. Luck gesoffen. Wurde ich doch vom Glück geküsst. Ist die Fee Fortuna mir hold. Aber Achtung, hier kommt Birdo mit Wario. Let's play. Der versorgt sie regelmäßig mit Kohlen. Letzte Runde mit ihm. War doch eine unglaublich knappe Geschichte, der Kampf um Wario. Kannst auch keinen Stern klauen. Keiner hat das Geld, einen Stern zu klauen aktuell. Cooper hat 2 Sterne. Dankeschön. Ich habe die meisten Münzen, deswegen wäre es auch möglich gewesen, mich zu natzen. Aber es ist wichtig, dass wir den 2-Sterne-Besitzer haben. Es gibt, ja. Warum haben die beide schon 2 Sterne? Ich werde gleich zumindest mal einen mitmischen. Wenn es mir dann noch gelingt. Yeah, Baby! Jetzt kannst du einen Stern klauen? Ja, aber nicht von mir. Uiuiui, das ist ein hartes Brot. Mir soll das recht sein. Wie fies ist das denn? Erst die Münzen klauen, um genug Münzen zu haben, dann einen Stern zu klauen. Ich darf halt zweimal wegen dem Jamboree-Partner Wario. Ey, man sieht aber auch in jedem Part Neues, oder? Es wird nicht langweilig. Ja, gute Acht. Oh, das ist auch schon wieder Flut. Das nervt mich jetzt schon, ey. Das muss ich jetzt auch bedenken. Also ich habe zwar einen Stern vor mir, aber ich will wissen, was ich danach mache. Ich muss nur weitsichtig denken. Ich bin hier und ich muss auf jeden Fall auf das Boot. Ich werde also einen Pilz nehmen, weil diese Flut mir missfällt. Ich will nicht wieder gestrandet sein auf so einer Kackinsel. Das sieht, glaube ich, gut aus. 13 ist mehr als genug. Dann komme ich schon zum Buhu. Ja, dankeschön. Da ich auch mal mitspielen kann. Aber wir müssen das denn stoppen. Stern erhalten. Ja! Wie so einen glücklichen Gumba gesehen. Da komme ich hin! Den kann ich normal kaufen! Wollt ihr mich... Dieses Brett ist aber auch komisch, ne? Warum kriegt man so schnell die Sterne? Ja, hahaha! Und den Buhu kriege ich auch? Mehrere Sterne in Folge, klasse! Jetzt kann ich keine Sterne mehr klauen, sondern nur noch Münzen. Dann ist es eh egal, ob ich jetzt diese oder nächste Runde das mache. Da käme ich sogar auch noch hin. Und ich kann sogar lang genug Runden im Kreis drehen, bis ich dafür genug Münzen habe. So. Schwierig. Dustin hat nicht so viele Coins.
Deswegen muss ich Buhu napsen. Koopa. Oh, 16. Die hätte ich halt von Dustin nicht bekommen, so. Ist es halt. Im Gegensatz zu Yoshi hat er halt auch einen Stern. Na toll. Jetzt muss man doch noch drum kämpfen. Ah, nicht besonders viel. Und zwar in Dreierwurf. Was ist das? Dreierwurf. Alter, Mario Party 4. Voll dabei. Warte, was muss ich trinken? Ich weiß nicht, wie das geht, wie du die Goldenen triffst. Du musst... Genau. Nicht an der höchsten Stelle, sondern an der mittleren Stelle. Du musst schon wieder ein bisschen gesunken sein. Aber ob man das wirklich wagen will, ist die andere Frage. War natürlich komplett dämlich. Da steckt ein Ball drin, was ist das denn? Hä? Ach so. Wie gesagt, Mario Party 4 müsste hier der Fall sein. Und du musst gucken, wo schon welche drin sind. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Das ist zu Hölle, Mann. Schade, zweiter Platz. Das nervt. Kriegt seine Münzen also wieder einen Teil zurück, ne? Ist so. Wir sehen aber, dass es reale Mitspieler sind, auch wenn sie ein bisschen Emoji-fauler sind als in den letzten Partien. Aber das ist in Ordnung. Ja, drei. Da können wir von Glück reden, dass es nicht um so viele Münzen ging, ne? So, es tut mir leid für den Schaden, den ich angerichtet habe in nur einer Runde. Dann geht's weiter, Tack. Er hat genug Geld, also gleiches Flut. Ich hätte den Dreierwürfel benutzt an deiner Stelle, aber jedem wie er will. Man kann niemanden zu seinem Glück zwingen. Bin mal gleich gespannt, wo sich die Flut überall nochmal genau bemerkbar macht nach diesem Game. Flaggenflitzplanet! Ich mag das Spiel. Aber wenn ich im letzten Part gar nicht so gut aussah, oder was? Schon wieder zwei Parts her? Ich bin mir nicht sicher. Yoshi scheint mir ein bisschen abgelenkt zu sein. Er ist gerade gar nicht losgelaufen und so. Let's go! Ich finde nichts mehr, oh mein Gott! Hat gar nichts mehr. So richtig ätzend. Müssten noch so viele da sein, aber nee. Hab leider schon verloren. Pff, und zwar letzter Platz. Was zur Hölle, Mann. Steckt man nicht drin? Ich mag das Spiel trotzdem. Man muss nicht gut sein, um etwas zu mögen. Ne? Na gut. Für Bedürftige. Ich bin immer noch Platz 2. Nächste Runde. So, jetzt aufgepasst. Flut! Ich bin nicht auf einer kleinen Insel gefangen. Kann man da noch über das Schiff? Ja. So, die sind da hinten gefangen. Da gibt es aber keinen Buhu, oder? Auf der Vulkaninsel. Nur auf dem Geisterschiff und ganz links. Und wo ist überhaupt der Stern abgeblieben? Vulkanausbruch, was passiert damit? Der Goomba-Vulkan!
Oh. 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 Ist ja nervig. Und dann landest du auf dem Feld. Oh. Mir fällt dazu auch nichts mehr ein. Und jetzt nochmal Ausbruch oder wirklich? Jetzt mal die ganzen Felder wieder weg. Die kommen zusätzlich dazu. Ne, hat die weggemacht. Das ist natürlich ein schöner Kontrast. Damit könntest du weg, aber... Ja. Mal schauen, wo ich überall lang kann, ne? Das ist jetzt auch mal die andere Frage. Was gibt's denn hier? 21 bis zum Stern, da lang, da lang, da lang. Da ist ein Stern, was? Aber da komme ich so schnell nicht hin. Trotz allem. Muss man irgendwie einen Umweg laufen anscheinend. Werden wir doch mal sehen, was passiert. Bin wenigstens nicht so aufgeschmissen. Wie bei der letzten Flut. Mhm. Ja, du bist 14. Mit dem Dreierwürfel könntest du hinkommen. Stattdessen würfelst du eine 1. Ist dir das klar? Tag. Tag 3, 35. Hoffentlich nicht das Geburtsjahr. Minispiel. Aber kann schon sein. So, gemeinsam gegen den Computer. Hammer, der Münzdieb, ist es das, wo die Computer sich so selten dämlich anstellen? Dann können wir das auch wieder gewinnen. Das letzte Mal ja so gut wie perfekt. Könnt anfangen. Dankeschön. Vielleicht hat Birdo gar nicht geschnallt. Wir warten auf ihn. Sie. Scheinbar hat sie die Übung auch gebraucht. Die rennen nicht mal. Die bleiben stehen. Wie könnt ihr euch erwischen lassen von dem? Ein bisschen enttäuscht von euch. Das ist wirklich nicht schwer. Aber dafür bekommen wir 16. Allesamt. Das ist eine Menge. Da werden wir hier mit dem goldenen Löffel gefüttert. Sag mal, ja. Das ist eine Menge. Man hat in dem Spiel auch selten Münzmangel. Ein bisschen mehr Münzknappheit fände ich besser. Bis die wieder schon einfach zu bewerkstelligen wäre, was einfach schon ein gutes Stück helfen würde. Das Blaufelder, das ist ja Plus-Minus-Geschäft. Das Blaufelder einfach keine 3 Münzen geben. Wie wär's denn mal damit? Das war von Beginn an zu viel. Ja, wo willst du denn hin? Ja, das macht schon Sinn. Wenn man jetzt noch sagen würde, Yoshi hat das aus Absicht gemacht, nicht den Dreierwürfel verwendet. Dann hat Yoshi direkt den Stern abgesahnt. Ist halt einfach so. Eine Goldröhre. Willst du mich verarschen? Ich kauf den nicht. Ich kann die Goldröhre kaufen und ich werde es kaufen. Damit kosten Sterne eigentlich 45, ne? Insgesamt. Aber, was soll ich denn sonst tun? Ich komme da vermutlich dran vorbei. Fordern wir unser Glück mal heraus, ne? Vielleicht.
Nee. Egal, nicht schlimm. Ich verteufel sie ja, aber wenn sie da ist, muss ich davon Gebrauch machen. Ist doch ganz klar. Ja. Entschuldige mich auch gleich. Hätte ich schon gebraucht. Hol dir deinen Stern! Bist du eigentlich... Du hast einen Dreierwürfel. Warum? Was tust du eigentlich? Das ist eine Verschwendung. Ich weiß, einen Dreierwürfel kann man auch reinscheißen, ne? Aber du kommst ja so oder so nicht dazu. Und vor allem hast du auf jeden Fall genug Münzen für alles. Das nervt mich. Da wird er auch 0 Sterne als einziges. Bis jetzt. Was bringt das? Ende das Ebbe und Flut? Ach nee, Angeln. Na sicher. Gerangel um Geangel. Komm, ich muss es gewinnen. Ich brauche unbedingt Kohle jetzt. Könnte ich mir auch den Stern kaufen, eventuell. Wenn ich es als erstes dahin schaffe. Schleckermaulschnitt. Mhm. Das war... Ist das? Kennen wir das? Ja, das kennen wir. Und ich habe diesen Tölpel, ne? Komm doch! Mach doch nicht diesen, komm! Er hat als einziges gedrückt. Ich bin nicht sicher, ob er es rafft. Und ich drück nicht, bevor du dich nicht sehe, dass du es gerafft hast. Hallo. Ich hoffe sehr, dass er einfach weiß, was er tut. Magst du mich nicht, oder was ist los? Was soll denn das? Start. Spiel das Spiel! Na gut. Er war wirklich gelangweilt. Woher soll ich das denn wissen? Die haben auf jeden Fall zu viel abgeschnitten, glaube ich. Schwer zu sagen. Letzte Runde. Hier wäre Schiefer am besten das Beste, oder? Habe ich mir auch nicht ganz... Ja, das denke ich mal okay. Wir werden mal sehen. Ja! Führung für uns. Das ist wichtig. Best of 3, wir haben eigentlich schon gewonnen. Jawohl! Ende! Hier mit Serviervorschlag, ein bisschen Grün und Tomaten drauf. Gib mir mein Ketchup, Alter, eine Remo. Das schreit doch nach Kräuterbutter, was wir da gesehen haben. Aber das schien mir auch ein bisschen zäh, oder? Das sah nicht sehr... Ich bin mir lieber ein Schnitzel statt so ein Steak da. Nächste Runde. Es sind auffällig viele Steak-Minispiele in den letzten Jahren bei Mario Party gewesen. Ich hab mal gedrückt für die. So. Hey, it's me. Da kommt man nicht so ohne weiteres hin. Das liegt hinter uns, da kommt keiner jetzt hin, oder? Derjenige, der noch... Koopa ist noch auf der Insel.
Er kann ihn holen. Was soll er meinetwegen machen? Hui, die ganze Kohle ausgeben für eine goldene Röhre. Aha. Ob das schlau ist, ne? Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Lol, er macht mit dem Feld halt wirklich die Flut wieder an. Ja, Birdo. Das ist gesaved, ne? Der Stern ist weg. Schade. Ich habe nur einen kleinen Resthoffnung. Ich habe überlegt, ne? Moment mal. Aber okay. Ich hatte ihn schon abgehakt. Und das mit Fug und Recht. Geh nach links. Tja, der vierte Stern für dich. Das ist stark. Stark. Der nächste Stern ist irgendjemanden vor der Nase, ne? Denn ist niemand mehr. Jetzt werden sowieso die Goldröhren in Einsatz kommen. Ich glaube, ich fange damit an, oder? Dann stecke ich aber auch da hinten fest. Auf dieser Insel. Ja, gibt es hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ich komme nicht zu einem... Ja, komm. Muss halt. Was muttert Mut und mit der Mutter muttert auch. Mach ich mich blank. Hier würde ich mich nur im Kreis drehen. Ich nutze die Ebbe. Mhm. Cooper hat zwar noch eine goldene Röhre, es bringt ihm allerdings nichts. Oh nein, ich komme auf ein böses Feld. Ich habe eh keine Münzen mehr. Alles aufgebraucht. Irgendwie muss ich ja mal in das Sternchen kommen. Irgendwie. Oh, da könnte ich tatsächlich ein paar Runden drehen. Aber ich brauche Geld. Was? Wenn du mir Stern abnimmst, dann weine ich. Dann bin ich traurig. Ich will jetzt Münzen. Alles investiert. Mich nackig gemacht. Für diesen Stern. Und dann kommt er. Tja, das ist ein weniger schickes Schicksal. Toll. Ja, so spielt's Leben halt manchmal. Jetzt eine Runde. Ich war jetzt so lange, bis mich einer bemerkt. Minispiel. Wäre so mal richtig nervig. Hämmer nach Gespür. Das ist nicht das andere mit dem Hammer. Sondern... Oh, bitte. Das ist auch nur ein Glücksspiel. Kommt, lasst uns beginnen.
Dankeschön. Da gibt es auch nicht viel zu kapieren, ne? Ich gehe wieder nach vorne. Ich hoffe, die können mich nicht hören. Hallo, da bin ich. Hui, kein einziges Mal. Dann gehe ich jetzt nach rechts. Und werd dahin. Boah, ich wollte da bleiben. Geh wieder nach vorne. Sehr gute Chance, das zu gewinnen. Die müssten mich jetzt alle treffen. Und ich habe gewonnen. Ich habe sogar perfekt gewonnen. Kein einziger Treffer. Ich finde, dafür sollte es Bonusmünzen geben. Oder ein Achievement oder irgendwas in der Richtung. Ja, da habe ich doch Schnieke gemacht. Da muss man. Hallo? Das war eine besondere Leistung. Eine besondere Glücksleistung. Ja. Das ist Runde 9. Das ist verrückt. Nächste Runde. Die Hotheads sind verschwunden. Dankeschön. Tja, ohne Geld kannst du nichts anfangen, Koopa. Ist noch weniger Kohle. Ja, nimm von den Reichen. Nimm von den Armen und gebe den Reichen. So läuft das hier. Das ist das Motto von Mario Party. Wir haben immer noch Flut. Kommst hier nicht weg. Also es ist auffällig, dass die Buhus auch da platziert sind, wo du nicht im Kreis läufst, ne? Habe ich das Gefühl, glaube ich. Schon clever. Bei den Itemläden könntest du vorbeikommen. Mehrfach. Ja, will ich irgendwo hin. Das geht da nur im Kreis und deswegen... Ach so, das geht nur im Kreis. Ich kann also nicht auf die linke Seite der Insel zurück. Das ist auch schade. Kann man die nicht leisten. Kann man nichts leisten hiervon. Nichts leisten. Hätte ich mal lieber was gekauft, ne? Dann hätten wir nichts abnehmen können. Nee, ich werde gerade wirklich auch auseinander. Ja, was. Ja, ich bin nur gefrustet, das ist alles. Yoshi ist offiziell nicht der klügste Mario Party Spieler. Er hat eine goldene Röhre und kauft sich einfach keinen Stern. Was ist denn los mit dir? Er hätte vorhin einen Stern bekommen können. Mit dem Dreierwürfel. Locker flockig. Dann hätte er mit der goldenen Röhre jetzt einen Stern bekommen können. Hat er auch nicht gemacht. Tack 35 ist vielleicht wirklich Baujahr 35 und wird deswegen nächstes Jahr 90 Jahre alt. Jetzt hat er schon zwei. Er hat schon zwei goldene Röhren. Vielleicht auch Taktik von ihm, ich weiß nicht. Ich hab den dämlichen Computergegner als Mitspieler, ne? Na, wenigstens kann er das. Ich hatte schon Mitspieler, die haben das Früchteband nicht verstanden. Na, dann mal Glück auf hier. Yoshi drückt und macht nichts weiter. Yoshi ist ein bisschen, habe ich das Gefühl, gelangweilt, ne? Übung. Oh, die muss ich hier lassen. Ha. Perfekt. Gut, dafür ist der CPU also nicht besonders schlimm. Peng. Äpfel in die Mitte. Auf. In die Mitte, habe ich gesagt. Musst du einen durchlassen. Ich habe einen Fehler gemacht, ja. Ende.
Okay, aber die haben noch mehr reingeschissen. Das ist gut. Ach, dummer Fehler. Also, nee, er hat ja falsch gegriffen, der Goomba. Ist halt schwierig ohne Arme, wisst ihr. Das ist ein kleines Handicap. Das ist halt, so fühlt sich das Leben als Goomba an. Es ist halt einfach so. Wir machen die 11. Runde hier noch rein. Wie schon oft gesagt, ich denke, das ist ein gutes Verfahren. Den Mario kriegt keiner. Runde 11 packe ich hier noch rein. Ja, wie will ich Birdo noch einholen? Yoshi hat ja wirklich keine Lust mitzuspielen, merke ich. Wenn das Bowserfeld mir nicht einen Stern abgenommen hätte, dann wäre es noch offener, aber ja. So, dann wählen wir aus. Die Münzen aller Spieler werden verdoppelt. Das wäre natürlich eine Option. Die Effekte von roten und blauen Feldern. 12 Münzen für ein... Ist es euer Ernst? Jetzt überlegt doch mal. Jetzt überlegt doch mal gründlich. Ne? Ich habe ja 12 Münzen. Das ist ja mehr, als du für einen Gewinn eines Minispiels bekommst. Ein blaues Feld. Das ist ja Gold wert jetzt. Jetzt kann ich meinen Würfel benutzen, um auf ein blaues Feld zu garantieren. Oder was? Tja. Auch das noch. Und zack ist erreicht. 30 Münzen. Boah. 30 Münzen. Birdo hat auch Glück. Kann dann vielleicht in der nächsten Runde halt auch schon weiterkommen. Du brauchst nicht mal die... Hast du gar kein Geld dafür. Das ist sehr sinnvoll. Birdo wird gewinnen, weil es einfach das Sinnvollste ist. Macht sinnvolle Dinge. Die Ecke haben wir noch gar nicht gesehen. Wie die hier... in den Sand malen und Sandgumbas bauen. Da fühle ich mich sehr... Ja, pass mal auf. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was es da wohl gibt? Komm, ich benutze das jetzt. Ich weiß nicht, was es da gibt, aber ich hoffe, es ist was Gutes. Ich hoffe, es ist nicht eine Änderung von Ebbe und Flut. So, dann mal los. Mario ist jetzt auch weg. Ich kann eine Chance auf einen Schatz haben. Da ist bestimmt ein Stern drin. Hallo, grüß dich. Hast sicher einen tollen Riecher für Schätze und so. Na, Lust los zu spielen? Als erstes stecke ich Items in die Schatzkisten und mische sie ordentlich durcheinander. Und du willst die Truhe aus. Hältst du ein Item, bekommst du es. So, okay. Was will ich denn haben? Alles scheiße. So, ohne Witz. Was soll ich denn mit dem Müll? Jetzt nehme ich halt den Wechsler. Mit dem Spieler wechseln kann. Nach Wahl. Aber ich habe jetzt ein bisschen bessere Sachen mir erhofft, ehrlich. Ich bin richtig enttäuscht. Willst du jetzt eine goldene Röhre nutzen oder nie? Eine weise Entscheidung. Eine dumme Entscheidung. Was macht er denn? Jetzt schafft das nicht mal hin, pass auf. Doch, schafft er. Aber warum? 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 Am besten noch eine Röhre kaufen. Das ist Spaß mit der Röhre. Du hast dann kein Geld mehr. Hat er die jetzt wirklich gekauft? Er hat 3 goldene Röhren gekauft? Er hat doch kein Geld mehr, um die dann zu kaufen. Was zur Hölle? Er spielt wirklich merkwürdig, meint ihr nicht? Er hätte jetzt einen Stern klauen können und so.
Komm mit Klaus, du Koopa. Weil die meisten Münzen hat. Er hat mehr bekommen. Ja, stimmt. Er hat mehr Münzen bekommen dadurch. Die anderen haben ja weniger Münzen. Inklusive mir. Ich muss sagen, die Map, ne, das Spielbrett, das ist schon eine Idee. Aber unterm Strich ist es nicht ganz so spaßig, wie ich mir das vorgestellt habe. Sieht auch schön aus und so, alles cool. Aber Ebbe und Flut, ja, taktisch. Aber irgendwas fehlt mir hier. Ja, das da ist ein Fall für goldene Röhren. Da kommt wieder Gummas raus, Goldgummas. Wisst ihr, mein... Bonus Minispiel. Es wäre für mich besser gewesen, wenn ich auf ein blaues Feld gelandet wäre. Wirklich. Weil ich dachte, diese Schatztruhen, die haben was zu bieten, aber... ist Pillepalle. Wusste ich nicht. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Parkpanorama. Hm, ja... Der ist ein Tod auf der Bank. Der Yoshi verzichtet auch auf Übung. Was ist mit ihm los? Ist er so selbstsicher oder ist er so dämlich? Wenn er am Ende seine goldene Röhrentaktik aufgeht, tja, dann hat er alles richtig gemacht. Hellblauer Shy Guy und naja, mal schauen. Meins kommt ja schon sehr nah, oder? Guter Dinge, 86. So sieht es nämlich aus. Der Zoom ist sehr wichtig, merke ich. Gelbe Scheibe ist Seilspringen mit ihm. Der Zoom sieht in etwa so aus. Oh, ich bin sehr, sehr gut. Das ist ja 1:1 mein Bild. Und ich krieg nur 64. Warum? Ohne Scheiß, jetzt sagt mir mal, was ich da falsch gemacht habe. Und ein roter Toad, der um einen Baum bietet. Was ist hier? Oben, links, rechts, weiter rein. Links, oben, rechts. Jetzt. 90, wollte mal sagen, meins war ja wirklich gut. Ohne Witz. Ich habe das Spiel gewonnen. Leute, und damit haben wir mehr als 2/3 dieser Partie. Und mal gucken, was das noch für ein Ende nimmt. Ich bin diesmal nicht so optimistisch. Aber es kann immer noch alles passieren. Ihr wisst, wie es läuft. Nämlich unter anderem, dass ihr jetzt einen Daumen nach oben geben solltet. Bis zum nächsten Mal. Ich sag bis dann und ciao.